Hallo, mein Name ist Jennifer Spindler. Ich arbeite Bekomm direkt in der Kundenbetreuung. Heute zeigen wir Ihnen unser Junogiro, das kostenlose Konto für Kinder und Jugendliche. Zudem möchten wir sehr gerne kurz und knapp die Eröffnung für Sie zeigen. Unser Junogiro hat viele Vorteile. Dieses ist nicht nur kostenlos, sondern Ihre Kinder können damit weltweit kostenlos Bargeld abheben. Nicht nur mit unserer Girocard, sondern auf Wunsch stellen wir Ihnen auch eine ebenfalls kostenlose Visa Prepaid-Karte zur Verfügung. Als Extra zu unserem Junogiro haben wir eine App für Kinder und Jugendliche entwickelt, unsere MoBox. Mit dieser App kann Ihr Kind einfach ein Profil anlegen, zudem individuelle Sparziele festlegen, wo eigens Fotos für hochgeladen werden können. Natürlich sind auch klassische Funktionen wie Überweisungen mit dieser App möglich. Zudem haben wir eine praktische Geldautomatensuche integriert. Nun zum Thema Sicherheit. Ein wichtiger Aspekt, wenn es um ein Junogiro für Kinder und Jugendliche geht. Sie haben bei uns die Möglichkeit, individuelle Überweisungslimits einzustellen. Zudem erhalten Sie und auch Ihre Kinder eigene Zugangsdaten. Mit diesen Daten haben Sie stets den Überblick über das gesamte Konto. Übrigens, das Junogiro ist auf Guthabenbasis. So kann das Konto niemals ins Minus geraten. Nun möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen, wie Sie das Junogiro eröffnen können. Ich nehme Sie hierfür mit auf unsere Website. Klicken Sie einfach auf der Comdirect-Seite den dritten Menüpunkt Konto und Geldanlage an. Unterhalb dieser Menüzeile öffnet sich eine zweite Menüzeile, wo Sie den Punkt Girokonto und Karte sehen. Direkt darunter finden Sie an zweiter Stelle unser Junogiro. Wenn sich die Seite bei Ihnen geöffnet hat, haben Sie oberhalb einen Button Jetzt online eröffnen. Jetzt geben wir alle persönlichen Angaben ein. Im ersten Schritt sehen Sie die persönlichen Angaben des Kindes und von Ihnen. Vorab werden Ihnen zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, ob Sie das Konto privat nutzen möchten. Die zweite Frage, ob es zwei oder eben nur Sie als gesetzlichen Vertreter gibt. Das ist wichtig, da Sie, wenn Sie allein erziehungsberechtigt sind, weitere Sorgerechtsbeschlüsse einreichen müssen. Ansonsten klicken Sie an dieser Stelle einfach die ganzen persönlichen Daten durch und sehen dann unterhalb noch einmal die Verfügungsberechtigung für Ihr Kind. Soll Ihr Kind eigene Zugangsdaten erhalten? Soll Ihr Kind eine Girokarte erhalten? Oder auch eine Visa-Karte? An dieser Stelle können Sie all diese Dinge auswählen. Wenn Sie auch eine Visa-Karte wünschen, können Sie zudem noch ein Motiv wählen. Übrigens haben wir für unsere Kinder und Jugendlichen ein eigenes Girokarte-Design. Unterhalb sehen Sie die Verbraucherinformationen. Diesen stimmen Sie zu und klicken dann anschließend auf Weiter. Im zweiten Schritt können Sie alle persönlichen Angaben noch einmal überprüfen und im letzten Schritt den Antrag einfach ausdrucken. Wichtig ist, dass Sie gemeinsam alle Unterlagen unterschreiben und die Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes beilegen. Gegebenenfalls sind weitere Sorgerechtsbeschlüsse erforderlich. Neben den Unterlagen benötigen wir von allen Erziehungsberechtigten auch eine Identitätsfeststellung. Wenn Sie schon Kunde bei uns sind, können Sie einfach im Antrag Ihre Kundennummer eintragen. Diesen Antrag schicken Sie dann per Post an uns. Wenn Sie noch keine Kunden bei uns sind, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie nehmen Ihre Eröffnungsunterlagen und Ihren Personalausweis und gehen gemeinsam zu einer deutschen Postfiliale Ihrer Wahl. Dort identifizieren Sie sich gemäß Ihres Ausweises und geben die Unterlagen direkt mit ab. Die zweite Alternative ist, Sie nutzen unser Video-Ident-Verfahren. Dieses können Sie einfach rund um die Uhr online durchführen. In den nächsten Tagen erhalten Sie Ihre Begrüßungsunterlagen per Post. Sollten Sie weitere Fragen haben, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei, kontaktieren Sie die Kundenbetreuung oder schreiben Sie Ihre Fragen in den Kommentaren.